Ich habe irgendwas gewonnen, Leute. Wir haben gerade ein Stück Pizza gewonnen, Leute. Ein Stück Pizza Salami. Nee, Sucuk war das sogar. Ist echt gut. Von Automaten essen leben und ihr wisst, Leute, in Heilbronn gibt es so viele neue Automaten. Es gibt sogar einen Laden, wo nur Automaten drin sind. Dort gibt es alles. Takis, Pickles, Ramen und Pizza-Automaten, Leute, gibt es auch in Heilbronn. Wir müssen nicht in irgendeinen Nebenstadt fahren oder so, sondern direkt hier in der City. Und das ist so geil, Leute. Wirklich, ich weiß noch, das letzte Mal, als wir so ein Video gemacht haben, hatten wir so zwei Automaten, wenn ich mich nicht täusche, wenn nicht sogar weniger. Und jetzt haben wir mindestens 10 Stück. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg in die Stadt, Leute. Und mein Kleingeld muss abgegeben werden, weil Automaten sind sehr teuer. Und Gott sei Dank kann man jetzt bei allen mit Karte zahlen. Nur ein Problem ist, meine Karte ist blank. Oh mein Gott! Deshalb nutze ich mir mein Kleingeld. Leute, ihr fragt mich immer, warum ich broke bin. Ich esse jeden Tag und bestelle jeden Tag Essen. Da wir gerade beim Gespräch sind Schulden, will ich nur kurz sagen, dass ich glaube, dass dieses Automaten-Video mich noch broker machen wird, weil ich alles haben will. Die Automaten ziehen einen so an, du musst mit keinem reden, es gibt alles, was du brauchst. Es gibt sogar einen Automat mit OBs, ja. Boah, doch, Doritos. In dem Automaten gibt es nicht wirklich was, was mich anturnt, außer zwei Sachen. Einmal die grüne Cola und so Dorito, wie heißt Nicknacks. Wir sind jetzt bei dem anderen Automaten, Leute. Und wirklich, wir sind gerade mal 2 Minuten oder so gelaufen und sind schon beim nächsten. Wenn du den Hot Chip kaufen möchtest, brauchst du Alterbestätigung. Leute, wisst ihr, warum es nicht geht? Wegen litauischen Ausweis. Ich bin keine 10 Jahre, okay, bitte. Ich bin 18 Jahre alt. Leute, ich will diese blauen Takis. Ich verbrenne es in meinem Mund, aber ich möchte die haben zum Snacken. Gell? Ich habe kein Geld. Wow, Mann, das ist laut, Digga. Mein Gott, ich glaube, das sieht richtig lecker mit Blaubeeren und so. Hier, halt mal, kleinen Eck. Komm, wir gehen weiter mit unserem Geldbeutel. Wow, mein Gott. Hey, wie geht's aus von deinem Bankscan? Mein ganzes Geld ist weg. Hey, wie? Wenn es jetzt nicht auf meinem Konto ist, ist es weg. Was ist denn auf meinem Konto? Wo ist mein Geld? Mir geht's gar nicht gut, Leute. Ich schwirf alles Geld. Da waren so viel 1 Euro und 2 Euro Stücke drin. Das waren mindestens 30 Euro, mindestens. Und jetzt ist alles weg. Das Einzige, was ich habe, ist das, was da drin ist. 1,10 Euro. Mehr habe ich nicht. Ich muss jetzt meine Mama anrufen, sonst war ich nicht. Wie alt bist du nochmal? Oh, Cheesecake. Das ist nasty, gell? Die haben alle Red Bulls, Leute, die haben alles, was mein Herz will. Inga, gib mir bitte deine Karte. Wie kann es sein, dass ich noch nie hier war? Peach? Haben wir schon getastet, ja, in einem Video, glaube ich. Ja. Oh mein Gott. Wir waren jetzt groß shoppen in diesem Laden, Leute, und da gab es so viele Automaten, 4 oder 5 Stück. Und die haben uns richtig gegönnt, wirklich. Also, ich habe eh nicht gezahlt, Inga hat gezahlt. Weil mein Geld ist ja weg. Aber ja, ihr seht, wir haben gut Beute gemacht. In Ex-Hosentasche ist auch noch was, in Ingas Hand auch und in meiner kleinen Tasche auch. Also jetzt wird gegönnt. Ich fühle mich wie Kim Possible, weil meine Taschen sind so überfüllt, Leute. Aber das Gute ist, wir haben 2 Currys Rahmen gekauft, Leute, weil unser eins ist stecken geblieben. Bedeutet, wir mussten noch eins kaufen, in der Hoffnung, wir kriegen noch ein drittes umsonst. Aber nein, kam nicht, Leute. Wie alt bist du nochmal? Ich zeige jetzt ein Haul, was wir geholt haben. Und zwar einmal, Leute, dieses Peach-Getränk. Das ist so eine Limonade. Und Leute, alles mit Pfirsich ist gut. Da habe ich eine grüne Cola. Diese grüne Cola ist mit Limette, Leute. Da bin ich mir ganz unsicher. Noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß auch gar nicht, aus welchem Land das kommt. Sieht aus wie polnisch. Bin mir aber nicht sicher. Doch, ja, Polen. Dann habe ich hier noch ein anderes Getränk. Und zwar, Leute, ihr wisst ja, das hier oben mit dem Reindrücken. Mit Blueberry-Geschmack. Das stelle ich mir richtig süß vor. Und das hier haben wir einfach geholt, weil Inga Bock drauf hatte. Das ist diese Schokoladenmilch da. An Essen haben wir uns geholt ein Cheesecake. Dann, Leute, diese Nutella-Cookies hier. Daraufhin haben wir auch noch Dorito-Nicknacks, glaube ich. Ah nein! Das sind so... Sieht aus wie Nudeln. Taki... Was ist los? Ich habe die Furigo-Takis verloren. Auf jeden Fall haben wir diese Takis, Leute, die sind lecker, die sind mit Cheese, die sind gar nicht so scharf, wie ihr denkt. 2-mal Curry, eigentlich wollte ich nur 1-mal Ramen, aber eine Packung ist stecken geblieben. Da mussten wir eine 2. holen. Und Ex-Liebling,
Matcha-Schokolade. Ich dachte, diese Biscuits habe ich auf dem Weg nach Frankreich damals, als ich studiert habe, gegessen. Leute, sie waren so lecker. Was redest du? Was? Was redest du? Was? Die gibt es erst seit letztes Jahr die Sommer. Gab's? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie peinlich. Die gab es aber in Frankreich. Oh mein Gott, wie peinlich. Das habe ich heute, ich habe Biscuits gegessen. In Frankreich war das damals. Die gibt es erst 2022. Das kann nicht sein. Cheesecake an sich ist schon Lash, deshalb... Das sieht aus wie so ein Brötchen, was man auf Straße gefunden hat. Naja, Cheesecake an sich selbst ist schon Lash, deshalb, Leute, haben wir eine kleinere Zutat, die wir oben drauf packen werden. Und Egg wird diesen Kuchen lieben. Wir müssen erstmal testen, wie er schmeckt ohne nix. Schmeckt er wie er riecht, richtig nasty. Nach Käsefüße. Diese Schokolade, es ist wirklich Schokolade, zerkleinern wir jetzt und machen es Gourmet, Leute. Hier. Das sieht aus wie Baklava. Ja, dachte ich mir auch gerade eben. Es sieht aus wie Baklava, aber schmeckt noch immer nach Käsefüße. Ja, manchmal fühle ich gar nicht. Mit Käsefüße, was prickelt. Mmh, lecker! Klein Zell ist ja aktuell broke, erst recht, nachdem mein Automat mich, wie sagt man, abgezogen hat. Digga, ich habe von meiner eigenen Bank abgezogen. Wie alt bist du nochmal? Deshalb gucke ich jetzt, Leute, wie fett wir Minus gemacht haben in diesem Video. Wie viel die Produkte in Wirklichkeit kosten versus wie viel sie in den Automaten gekostet haben. Warum hatte sie meine Sahne? Das war meine Sahne zum Snacken für Mitternacht, nicht deine. Lecker! Ich bin heute vorbeigelaufen an meinem Dönerladen. Und Leute, ich habe mich schon immer gefragt, wie ist es, wenn man seinen eigenen Döner machen kann? Eigene Pizza wäre auch voll... Oh, eigene Pizza mit Soße. Ihr wisst ja, Eck hat Angst, bei ihrem Lieblingsdönerladen zu fragen, ob sie dort halt mal hinter die Theke darf und selbst bedienen darf und sich selber einen Döner machen darf. Deshalb schreibt jetzt kommt eure Hashtag Ja oder Hashtag Nein, Leute, wenn ich für Eck fragen soll, bei ihrem Döner des Vertrauens, ob sie dort mal arbeiten darf. Ob man sich mal für einen Tag dort jobben darf. Du willst das, Eck, wie die strahlt. Oh. Der Automat hat uns nicht abgezogen. Hä, hey, wieso zieht der Automat uns nicht ab? Das kann nicht sein. Hä? Kostet 4 Euro. Die Takis sind sehr lecker. Taki fällt auf dein Haar. Bis hier! Hä, Salami-Rind nehmen wir. Ja, Salami. Das ist ein Deckel enthalten. Und? Ja, dann nehmen wir alle ein Stück von allem, oder was? Ja. Ich habe was gewonnen, Leute. Wir haben ein Stück Pizza gewonnen, Leute, ein Stück Pizza Salat. Nee, Sujuk war das sogar. Perfekt, Leute. Ich dachte, dass in dem Automaten so aussieht, Leute, dass da so ein Ofen drin ist. Ich sag euch ehrlich, aber ich dachte auch, dass jemand drin gerne macht das. Aber ist nicht so. Oh Gott, riechst du's? Ja! Wenn es nicht so aussieht, wie soll es sonst aussehen? Wie soll man sonst eine Pizza machen? Da steht XXL-Stück. Weiß ich jetzt nicht so. Ich hoffe, die Stücke von den anderen sind größer. Und dann kann ich meinen Gewinn essen. Ich esse meinen Gewinn so oder so. Ich habe gewonnen. Keine andere außer ich hat gewonnen. Wir setzen uns jetzt einfach hier hin und essen ohne Egg, weil ihr Stück dauert zu lang. Ich stehe noch 3 Minuten oder 4. Inga hat sich eine Pizza Sujuk gegönnt, Leute. Die sieht echt geil aus, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mir eine Pizza Salami Rind geholt, Leute. Aber keine Sorge, auch wenn die so klein aussieht, ich habe ja noch ein Stück Pizza Sujuk, Leute. Entschuldigung. Cheese Pull ist aber da, Leute. Okay. Ist echt gut. Und zum Trinken habe ich mir diesen Eistee mitgenommen, Leute. Mal gucken, wie der schmeckt. Automatenessen ist zwar teuer, Leute, aber echt lecker. Das ist so ein kleines Mädchen, gell? Die will die ganze Zeit von diesem Automaten kaufen. Die hat jetzt ihre Freundin mitgebracht, dass sie zahlt. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Eng steht nur daneben und guckt diesen Ort. Oh mein Gott, ich will. Das sieht aus, als würde Eng den Roller klauen. Ich sag euch ehrlich, die Pizza ist echt schon gut, dafür, dass sie aus einem Automaten kommt, Leute. Schreibt mal in Kommentare, Leute, habt ihr auch so einen Pizza-Automaten bei euch in der Stadt? Oder habt ihr geilere Automaten als wir? Also, Leute, ich habe so lange auf eine Pizza ge... Warte, ich immer doch Sujuk. Nein. Doch. Also, du willst Margarita. Ich hab gesagt Sujuk. Die Pizza schmeckt ganz okay, Leute. Ist ein bisschen verbrannt und ein bisschen trocken, aber es ist gut. Für eine Automatenpizza finde ich die echt gut. Ey, liebt Schokomilch, deshalb trinken wir jetzt Schokomilch. Oh, das muss man gar nicht abmachen. Und mit ihren Nutella-Biscuits, die sie angeblich gestern befragt. Ich bin nicht ohne mich. Nein! Oh. Ah, ich hab was nachgeschmissen!
So sehen die Biscuits aus. Ich habe noch sehr starken Hunger. Der Zucker macht mich irgendwie aggressiv. Ich möchte was essen. Ich bin ja furz irgendwie. Ja, wieso? Alles vom Automaten. Ich wollte gerade sagen, wie kann es sein, dass jedes Essen vom Automaten so eine Enttäuschung ist? In Heilbronn braucht man Automaten, wo man Lashes kaufen kann, so ein BH Cosmetic. Boah, allgemein ein Automat, wo man nur Make-up kaufen kann. Das wäre so geil, das wird so viele Probleme lösen, ich schwöre. Man müsste nicht irgendwie nach 20 Uhr zu DM rennen, Alter, direkt nach der Arbeit, einfach gechillt zum Automaten laufen. Ja eben, darum geht's ja. Ich will nicht mit Egg teilen, weil Leute, gebt euch mal, wie wenig das ist. Automatenportionen sind nur für eine Person gedacht. Dorito Bites Honey Barbecue Flavor. Sind echt lecker. Ich will das Gesicht von Eggs sehen, wenn sie die Packung öffnen. Die liebt ja Doritos, Leute. Takis oder Doritos? Ich persönlich mag mehr Takis, Leute. Doritos mag ich nur die Chips. Auf jeden Fall Takis finde ich leckerer. Aber die sind echt scharf. Aber wir probieren beides. Und jetzt noch die Bites. Warum klebt das so widerwärtig, Alter? Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Du bist einfach widerwärtig, weißt du das? Dieser Kiste benutzt. Oh mein Gott! Leute, oh mein Gott, ihr glaubt mir gar nicht, was gerade passiert ist. Ein Typ hat mich auf Snapchat geaddet. Und dieser Typ... Ich ziehe das in Eggs Anwesenheit. Ich brauche sie hier. Egg! Egg! Ich wurde gerade von einem Jungen auf Snapchat geaddet. Diesen Jungen habe ich direkt blockiert nach dem ersten Date. Oh mein Gott. Und zwar, wir haben uns um 17 Uhr getroffen, waren dann 30 Minuten draußen und wollten eigentlich bis 20 Uhr wollten wir draußen bleiben, Leute. Ich bin um 18 Uhr gegangen. Ich bin um 18 Uhr gegangen, weil er versucht hat, mich zu küssen. Junge, der Typ ist so hässlich, Leute, so komisch. Und ihr müsst euch vorstellen, er sagt nicht Hallo oder so, gell, beim ersten Treffen. Er wollte mir direkt einen Kuss reindrücken. Wir haben 4 oder 5 Tage geschrieben, okay. Und wir haben uns halt mit Freunden getroffen. Und dann wollte er mich knutschen. Und er hat mich jetzt auf Snapchat geaddet. Ich hab direkt blockiert, direkt. Aber schreibt in die Kommentare, hattet ihr auch mal ein Horror-Date? Und wollt ihr mehr von meinen Horror-Dates hören? Egg und ich hatten viele Horror-Dates. Wenn ihr das sehen und hören wollt, schreibt jetzt Hashtag Horror-Dates in Kommis. Oder erzählt mir euer Horror-Date. Aber bitte lass mich nicht die Einzige sein, die so komische Typen getroffen hat. Ich weiß nicht, wenn ich krank bin, sollte ich diese Küche benutzen? Ich bin doch keine gebrannte Nudeln. Alles gut, Leute. Aus hygienischen Gründen und gesundheitlichen Gründen werde ich jetzt die Nudeln roh essen. Das Geile an diesen Nudeln ist, die sind schon geölt. Wisst ihr, zum Beispiel bei den Yum-Yum-Nudeln, die du in Edeka zum Beispiel kaufen kannst, da musst du das Öl extra reinmachen, aber die sind schon gefettet. Was hast du gegessen? Warte! Was hat die gemacht? Oh mein! Der schlimmste Verrat kommt von einem Menschen, den du liebst. Mercedes, du hast nicht auf ihre Mutter hat sie aus übrig gelassen. Fazit dieses Videos ist, Automatenessen ist nicht das beste Essen. Ich war am Anfang sehr überzeugt davon und dachte, es wird das Geilste meines Lebens, aber wurde es nicht, Leute. Ich habe mich übergeben von diesem Milchgetränk. Ich glaube, es war lange nicht gekühlt. Irgendwas hat da nicht gestimmt, weil mir ging es gar nicht gut danach. Es hat auch nicht nach Milch geschmeckt, sondern nach Schokowürfeln und Vanille. Und nochmal die Frage, wollt ihr Egg hinter der Theke an ihrem Lieblingsdönerladen sehen? Wenn ja, Hashtag Döner jetzt in die Kommentare. Warte mal, du musst meine Haare zumachen und meine Haare dürfen längst so reinfliegen.